Oh, ich will oben sitzen. Oh ja, man kann auf der... Boah, wie das aussieht. Gut, oh mein Gott. Sehen würde. Oh mein Gott, so viel Monster. Nein. Ah. Hallöchen, Leute. Und willkommen zur mittlerweile dritten Staffel von Minecraft Dream Clash. Seid ihr da? Ja. Ja. Dream Clash. Ey, Leute, es ist der Wahnsinn. Es ist, glaube ich, jetzt schon 3 Jahre oder so her. Müssten ungefähr 3 Jahre sein, als wir das Ganze das erste Mal ins Leben gerufen haben. Und da hätten wir niemals gedacht, dass wir das bis heute noch weiter fortführen. Wir haben auch dieses Mal wieder einen Haufen Neuerungen dabei, ganz viele Änderungen, das werdet ihr im Laufe der Videos alles sehen. Ich werde das auch nochmal alles im Detail erklären. Jetzt aber erstmal wollen wir nicht mehr so lange warten, deswegen würde ich sagen, geht's direkt los und die Barrieren sind aufgelöst. Let's go! Let's go, jawohl. One, bam! Okay. Habt ihr den Sound auch gehört? Ich hoffe es mal. Ja, war cool. Okay, also cool. So, kommt mal alle her, genau. Ihr seht das auch hier, wir haben ein wunderschönes Cape an. Das gibt es auch nur heute exklusiv zum Start, als Dankeschön, dass man ja zum Start einfach dabei war. Wir haben jetzt zum Beispiel Teil der Neuerung, sind jetzt hier die ganzen NPCs. Wir fangen erstmal am besten hier an. Das sieht man jetzt auch unten. Das ist die neue Währung. Das ist ein bisschen von World of Warcraft inspiriert. Es gibt einmal Kupfer, Silber und Gold. Das Ganze funktioniert so ein bisschen wie beim echten Geld mit Centmünzen, Euromünzen, Geldschein. Und das kann man sich halt zum Beispiel hier bei so einem NPC verdienen. Ihr könnt da einfach mal drauf schlagen. Da könnt ihr jetzt zum Beispiel, das ist jetzt noch ja sehr schlicht gehalten, da kommen im Laufe der Zeit jetzt noch mehr Optionen hinzu. Da könnt ihr jetzt zum Beispiel hier Items verkaufen und halt eben anfangen, diese Ingame-Währung zu verdienen. Und mit dieser Ingame-Währung könnt ihr jetzt zum Beispiel hier hinten, bei der tollen Dame hier, kosmetische Gegenstände kaufen. Aktuell kann man hier nur seinen Real Clash-Umhang auswählen. Da kommen dann jetzt mit der Zeit aber noch Hüte hinzu. Oder weitere Umhänge und so weiter. Dann zum Beispiel gibt es auch noch Haustiere. Können wir einmal hier rüber gehen. Da haben wir jetzt aktuell 2 Kategorien. Einmal die normalen Tiere. Dann gibt es hier einmal die ganz normalen Optionen, so ein Haustier zu kaufen. Da steht dann auch immer der Preis drunter. Dann gibt es aber zum Beispiel auch sowas hier wie bei der Biene. Da steht dann VIP neben. Das liegt daran, dass wir jetzt hier auch Ränge haben. Einmal gibt es halt den Owner-Rang. Den habe natürlich nur ich. Dann gibt es aber auch einmal den VIP-Rang und den VIP-Plus-Rang. Den kann man jetzt über eine zusätzliche Patreon-Mitgliedschaft sich holen und da bitte einmal ausreden lassen. Man kann sich ganz normal auch hier wieder für bewerben, falls man mitspielen möchte. Das Bewerbungsformular, denke ich mal, findet man bei allen, die streamen oder Videos machen, dann auch in der Beschreibung entsprechend. Da kann man sich ganz normal bewerben, um hier mitzumachen. Oder man kann auch jetzt optional sich praktisch direkt reinkaufen. Da kann man dann einfach das Bewerbungsformular überspringen und halt eben als Patreon-Mitglied so direkt teilnehmen. Nach einem kurzen Einweisungsgespräch. Das Ganze ist halt deshalb so gemacht, zum einen, damit man halt das Bewerbungsformular direkt überspringen kann, aber auch, damit man so ein bisschen den Server dadurch finanzieren kann, weil mittlerweile kommen halt immer mehr Leute dazu und das Ganze ist natürlich auch nicht kostenlos und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir das einfach so. Und im Gegenzug erhält man dann zum Beispiel halt eben auch hier solche Kosmetiks, die man dann ja sich nur auswählen kann, wenn man halt auch diesen Rang entsprechend hat. So, ich müsste mal kurz, wo seid ihr gerade? Ich habe absolut keine Ahnung. Ah, hier ist Pudelig. Perfekt. Yes. Klickt mal einfach einen Spieler mit Rechtsklick an. Ein Spieler mit Rechtsklick? Moment. Ja. Alter, geil. Wie das aussieht. Wir bauen hier gerade einen Turm. Geil. Aber wie komme ich denn hier wieder runter? Ich entführe gerade einfach einen der Teilnehmer. Okay, ich habe ein Monster gehört. Ich weiß schon jetzt angestellt, oder? Ja, ich habe auch gerade ein Skelett gehört. Ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, weil die Leute hier gerade überall rumlaufen. Ja, ein Schwein. Das ist natürlich. Ah, genau, das habe ich auch noch nicht erklärt. Die haben ja jetzt auch hier so eine Lebensanzeige. So ein bisschen MMORPG-mäßig. Ja, die Tode werden ja auch wieder mitgezählt, ne? Ich versuch's diesmal wieder. Ja, diesmal null Tode einzubehalten, ja. Die einzigen Male, wo ich wirklich gestorben bin, war an diesem Brückenbau. Also ich die Brücke gebaut. Nicht wieder von der Brücke fallen. Das sind halt so die klassischen Arbeitsunfälle, ne? Alter! Ja, okay, alles gut. Ey, kommt auch mal zum Spawn. Alter, was wie das aussieht. Hier, die bauen ihre Spielerpyramide. Alter. So. Geil. Oh, ich will oben sitzen. Oh ja, man kann auf der... Boah, wie das aussieht. Alter, ey, Jace hat aber auch richtig krasse... Schultern, ne? Die sind echt stabil. Oh mein Gott, ey, guck mal, wie das aussieht.
Abgebaute Blöcke Hasenzahn. Okay, der grindet richtig rein. Ich bin gleich tot hier. Wegen so einem blöden Skelett wieder. Nein, ich darf nicht mein... Oh mein Gott, ein Herz noch. Bitte nicht. Gut, oh mein Gott. Sehen würde. Oh mein Gott, so viel Monster. Nein. Ah. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist mein erster Tod. Ein dämlicher Creeper. Das gibt es doch nicht. Ja, oh mein Gott. Ja, ab jetzt kann ich dann auch so oft sterben, ist auch egal. Wegen so einem blöden Creeper. Ja, same. Alter, jetzt komme ich hier... Oh mein Gott, ich will hier an meine Sachen kommen, bitte. Ich weiß nicht mal mehr, wo meine Sachen sind. Ich komme einfach zum Spawn, deine Leiche liegt hier. So, Leute, da melde ich mich jetzt nochmal hier im Alleingang. War gerade wieder total chaotisch. Ich musste auch gerade noch auf die Schnelle etwas fixen, weil der Server einfach abgeschmiert ist. War aber auch zu erwarten, weil wir haben hier wieder halt, wie schon am Anfang gesagt, sehr viele neue Sachen dabei. Ich habe mir auch mal... Oh mein Gott, da geht schon wieder los. Gerade mal hier den Ofen von irgendwem stippelst. Keine Ahnung, wem der gehört. Es ist jedes Mal sehr, sehr chaotisch bei so einem Start. Gerade für mich, vor allem jetzt nochmal, weil ich halt immer die große... Ja, oder immer darauf schaue, ob hier auch alles halt von den Systemen und so läuft. Und die Leute im Endeffekt, die können halt einfach drauf joinen und spielen. Aber wenn halt irgendwas mit dem Server mal nicht funktioniert, wie das gerade eben der Fall war, da muss ich mich halt sehr schnell darum kümmern. Und das ist alles sehr, sehr stressig. Aber ja, ich hoffe mal, dass mein Puls jetzt gleich erstmal ein bisschen runtergeht, weil der ist schon viel zu lange sehr weit oben. Und wir müssen, glaube ich, mal hier raus. Es ist schon wieder Nacht. Jetzt haben wir halt schon einfach unseren ersten Tod am Creeper bekommen. Hätte ich gern mir als Challenge gemacht. Null Tode, aber so ist das nun mal. So, auf jeden Fall ist es echt krass, dass wir hier jetzt schon mittlerweile in der dritten Staffel angekommen sind. Es ist ja das Heftigste überhaupt, ist ja, dass das Projekt vor 3 Jahren oder so, also jetzt noch nicht genau 3 Jahre, aber bald sind es fast genau 3 Jahre, als wir das Projekt halt ins Leben gerufen haben. Und da hätte ich halt echt nicht gedacht, dass sich das so entwickelt. Schaut einfach mal, wie viele Leute hier sind. Wir haben auch noch deutlich mehr Leute dieses Mal als Teilnehmer. Es können allerdings nur leider noch nicht alle heute dabei sein, weil noch andere Verpflichtungen bei denen anstehen. Aber die werden jetzt in den nächsten Tagen auch wieder dazukommen. Und auch für euch gilt mal wieder, ihr könnt natürlich auch hier mitmachen. Dafür könnt ihr euch einfach wie gewohnt über das Formular zu diesem Projekt bewerben. Findet ihr in der Videobeschreibung natürlich. Und da ja, könnt ihr euch dann einfach bewerben. Und mit etwas Glück und vor allem, wenn ihr eine sehr, sehr gute Bewerbung da abliefert, könnt ihr dann auch selber dabei sein. Jetzt haben wir halt auch, wie gesagt, die Option, dass ihr als Patreon-Supporter von mir eben auch als kleines Dankeschön dann natürlich hier mitmachen könnt. Aber ist, denke ich, trotzdem eine coole Sache. Also es ist ja immer noch optional. Ihr könnt auch euch immer noch natürlich ganz normal bewerben, was ich auch eher empfehlen würde. Aber bei der Patreon-Mitgliedschaft habt ihr halt einfach die Sicherheit, dass ihr da auf jeden Fall direkt dabei sein werdet. Da steht das halt außer Frage, ob ihr angenommen werdet oder nicht. Da seid ihr auf jeden Fall dabei. Ist ja klar. Oh mein Gott, bitte nicht. Ich will jetzt nicht nochmal sterben. Das gibt's nicht. Naja, auf jeden Fall komme ich jetzt gerade langsam erstmal selber so ein bisschen runter. Und ich glaube, ich würde jetzt mal so ein bisschen anfangen zu schauen gleich, wenn wieder Tag ist, wo wir uns denn so für den Anfang erstmal niederlassen. Weil jetzt ist wieder halt der typische erste Starttag, wo halt alle ihre Sachen farmen. Alle sind auch so ein bisschen in ihren Gruppen verteilt. Und dann ja, wird sich das, denke ich mal, so mit den nächsten Tagen so ein bisschen ergeben hier. Ein bisschen ordnen vor allem. Oh mein Gott. Das darf doch nicht wahr sein. Wirklich, ich möchte so wenig Tode wie möglich eigentlich einhalten. Deswegen stört mich das ein... Alles klar. Er hat einfach schon Full Iron, stabil. Ja, ich habe zwar eben auch Eisen gefunden, aber habe ich leider schon wieder verloren. Tatsächlich, wirklich, muss man sagen, Realm Clash Staffel 2 letztes Mal war das letzte Mal auch, wo ich so richtig aktiv Survival gespielt habe. Deswegen bin ich da auch ein bisschen raus, ey. Das ist total krass. Die 1.20 haben wir ja jetzt auch dabei. Habe ich mir auch noch gar nichts wirklich zu angeschaut. Es ist einfach krass. Man kommt einfach nicht mehr zu sowas. Deswegen ist aber auch schön, dass wir es jetzt mittlerweile schaffen, uns einmal im Jahr hier für so ein nices Projekt zu versammeln. Ah ja, genau. Hier seht ihr auch gerade, bei ihm steht Rack dran. Denn man kann sich jetzt auch selber solche, ja, Custom Name Tags, nenne ich es mal, setzen. Da gibt es einmal für Roleplay etwas, für wenn man halt aufnimmt oder wenn man halt eben live ist. Ist einfach eine coole Sache, falls man das halt den anderen Leuten so ein bisschen mitteilen möchte. Ja, ich würde aber erstmal sagen, das soll es hier für die erste chaotische Folge gewesen sein, liebe Leute. Ach, und dieses Cape sieht doch einfach wunderbar aus, wenn man mal ehrlich ist. Wie gesagt, für alle, die selber mitspielen wollen, bewerbt euch einfach über das Formular oder werdet gerne Patreon-Mitglied. Vielen Dank schon mal an alle, die das machen. Das haben auch schon einige getan.
Ihr werdet natürlich direkt in das Projekt geholt, ist klar. Und ansonsten würde ich mal sagen, schauen wir mal, was draus wird. Ich freue mich sehr. Es ist jedes Mal aufs Neue sehr, sehr spannend, wie sich das Ganze entwickelt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.